Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen. Komm, komm. Alarm! Ja, eine aufgebrachte Menge. Man könnte da auch eigentlich wirklich schon von einem Mob sprechen. Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Es gibt viele weitere Reaktionen, die gehen wahrscheinlich alle in eine ähnliche Richtung. Nein! Doch! Oh. Wir sind hier in Deutschland, bitte Maul halten, danke. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Und dann kommen wir zu dem Punkt der Freiheit. Und es ist einfach ein vulgäres Verständnis von Freiheit, immer zu denken, Freiheit ist nur rein individuelle Unversehrtheit. Freiheit heißt ja nicht nur, dass ich irgendwas machen kann. Freiheit heißt auch, dass ich sagen kann, was ich nicht möchte. Wir sind Menschen und machen uns Sorgen. Und uns kann niemand die Freiheit wegnehmen. Die Freiheit ist unverhandelbar. Sicherheitsbehörden und Politiker sind alarmiert, warnen vor einer Unterwanderung der Proteste aus der rechtsextremen Szene. Das ist der Versuch, einen Protest zu kapern. Es ist der Versuch, jetzt eine Stimmung aufkochen zu lassen und zur Gewalt aufzustacheln und diese Situation auszunutzen. Und das ist der Moment, wo alle Demokratinnen und Demokraten ganz klar sagen müssen, da ist eine Grenze erreicht. Wir dürfen in Deutschland nicht zulassen, dass Rechtsextreme die Stimmung in Deutschland kippen lassen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt die Blockadeaktion deutlich. Zu sehen, wie ein Minister auf einer privaten Reise von einer aggressiven Menschenmenge eingeschüchtert wird und sich nach Bedrohungen in Sicherheit begeben musste, hat viele in unserem Land schockiert, auch mich. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Als Wirtschaftsminister Robert Habeck Donnerstagabend von seinem Urlaub auf einer Hallig vor Schleswig-Holstein zurückkam, versammelten sich zu seiner Ankunft mehr als 100 Menschen. Die Polizei versuchte zu vermitteln, vergeblich. Eine kleinere Gruppe an Demonstranten möchte die Fähre stürmen. Der Wirtschaftsminister zeigt sich nach dieser Protestaktion besorgt um die Stimmung im Land. In Berlin verkündet derweil der Landwirtschaftsminister die Rücknahme von Streichungen bei den Bauern mit einem Seitenhieb Richtung Bauernproteste. Zur Wahrheit, das will ich ausdrücklich sagen, gehört aber auch, dass es im Rahmen der Proteste auch Aktionen gab, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind und die in der demokratischen Auseinandersetzung nichts verloren haben. Wir sind hier in Deutschland, bitte Maul halten, danke. Das will ich ausdrücklich sagen. Wir haben ein ganzes Land in Geiselhaft der Regierung und der Pharmaindustrie. Deswegen sagen wir an alle, wir sind alles Menschen. Wir sollten endlich wieder in die Diskussion kommen, denn das ist Meinungsfreiheit. Und diese Meinungsfreiheit wird in unserem Land viel zu klein geschrieben. Und wir sollten alle zusammenhalten und den Diskurs suchen, denn wir sind alles Menschen unter diesem Himmel und wir wollen alle friedlich miteinander zusammenleben. Vielen, vielen Dank.